Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Fortnite Creative zusammen mit dem Zombay. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch GLP bei euch als Creator Code eingeben, bewerten im Part und viel Spaß. Oh. Hallo Bano, was geht? Nein. Teil der Körper ist geschmolzen. Wo ist das Schokoladenmonster? Es ist geschmolzen. Es war zu heiß auf der Lava-Map. Ich find's gut, wie du zu meinem Rücken gehst, wenn du mit mir redest. Ja, wenn, muss ich dir ins Gesicht gucken. Na ja, komm, ich hab da was vorbereitet. Oh ja. Alter, was ist denn, was hast du denn hier? Du musst durchspringen, du musst durchspringen! Ich hab sie aktiviert für dich. Ja, das hat geholfen, danke. Ich hab das Gefühl, mein Char rennt nicht. So, kannst du, lol? Nein! Da lacht er und greift nochmal zurück. Oh, Mann. Best Moment in Gaming. Oh, ich schaff nein, den Sprung nicht. Nein, ja, nein. Oh. Ja, 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 warum, nein! Warum ist hier Eis? Warum ist hier Eis? Keine Ahnung! kann meiner die Tür öffnen? Du machst sie ja eh wieder zu, ich kenn dich. Hier war eine Tür? Da! Warum? Warum lebe ich? Hä? Hä? Nein! Bitte! Bitte! Da schon wieder. Aua. Oh! Jetzt! Ich dodge immer dagegen! Warum? Spring ich zu spät? Zu früh? Aber warte, hast du mir gerade... Ach, du hast mir die Lösung gezeigt! Danke, mächtiger Manuel! Wie denn? Was denn? Nee. Soll ich erst, wenn ich durch bin? Auf den Pfeil springen und dann drüber hüpfen? Ist das die Lösung des Ganzen? Oh nein. Nein! Warum habe ich Eis? Hä? Als ob man trotzdem Eis kriegt. Manu, Hilfe! Als ob, ja, ich seh's. Oh, ich bin durch. Was soll denn jetzt? Du kannst auf die zweite Plattform einfach vom Boden aus hüpfen. Oder so. Oder so. Hä? Hallo. Achso, ja, das wusste ich. Ja, das hat mir... Ja, ich hab's aber... Also, war viel cooler, die Lösung. Eis, geh weg! Hallo? Danke. Oh, was ist das da? Oh, ich wurde gepiekst. Ich trigger mal. Ich hab doch gerade erst getriggert. Ja, war zu spät. Hallo, jetzt... Danke. Das war ich. Oh, hä? Hallo! Das war ich. Das ist... Okay, es geht nicht. Ah, dazwischen. Aber. Oh, oh. Hä? Die sind ja richtig merkwürdig eingestellt. Ah. Wow. Okay. Hi. Ich glaube, er hat meinen Weg gefunden. Ja. Benimmt. Ja, ich habe eine Nut, der immer vorgeht. Willst du mal vor kurz? Was weit genug vor? Nee, jetzt. Renn! Lauf, Forrest! Wir sind beide gestorben. Achso, du auch. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Cool. Ah, da. Der King. Und. Ja, Halle. Ja, ja. Drei. Hey! Das ist der nächste Checkpoint, ich sehe ihn schon. Wofür sind die Plattformen? Also ich nehme den Gleiter und springe rechts an dem Schockding vorbei. Aua. Wenn ich es nicht an dem Schockding vorbeischaffe, kann ich gleich sterben. Okay. Und dann habe ich Ultra Speed und versuche über alles drüber zu hüpfen. Dann mache ich das auch. Ah! Das geht ja viel einfacher! Ja! Nein! Ich war... Ohne Mist, ich war... Ich hab's gesehen. 10 cm oder so davor. Ich war... Ey, das ist doch nicht normal. Jetzt habe ich sie auch so lange. Ja, ja, das ist das. Dir nur den Speed. Ja. Oh, jetzt ist gut. Alter, wie ihr da noch im Weg war's! Wie sie mich sogar getötet haben und ich nicht. Was ist das denn? Oh das nein, denn? Nicht die Hölle. Oh, du hast aber geschafft, rüber zu hüpfen. LOL! Nein! Ich war doch da! Das ist ja mega einfach. Ist es so eine 500 Challenge-Map oder? Ich habe keine Ahnung. Weil hier eine 4 steht, deswegen. Es geht nicht, Zombie. Aber... Oh, ich habe meine Eis verloren. Doch, doch, das geht bestimmt, aber man muss irgendwie so springen, dass der Sprung aufhört, dass man so reinlandet. Also aus Distanz so ein bisschen. Ja, ja. Alter, wie nervig. Bin durch. Ich glaube, ich hätte es auch fast. Zombie, keine Türen öffnen. Warum? Kann man sich da nicht... LOL, es geht auch so! Warum? Oh nein. Ich dachte, ich habe die Bodenstacheln aktiviert, aber ich hatte welche an der Wand aktiviert einfach.
Läuft, Pastry. Du hast genau dasselbe gemacht wie ich. Hab ich. Ja, die Bodenstacheln waren noch nicht aktiv. So. Gott, da sind noch mehr. Hab's aber aufgekriegt. Ja. Da hab ich den Zombie gemacht. Ey. Ich bin dafür gestorben. Ja, ein, zwei oder drei. Eigentlich egal, oder? Ja, wir müssen so oder so eine Tür wieder nach außen öffnen. Och, Mann. Okay, zeig's den Leuten. Ich hab die Tür wieder zugemacht. Das kann... Gut. Ich will den Raum nicht sehen. Lol, du lebst! Du bist der auserwählte Türenöffner. Wir wissen nicht mal, ob hier richtig ist. Hier sind überall Türen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das könnte einfach geradeaus sein. Absolut kein Hinweis. Hier ist nur eine Falle. Okay. Dann renn du mal vor. Noch eine Falle. Hey! Ach, die war schon wieder ganz. Ja, oh. Da, hier ist... Doch, da geht's weiter. Hier ist eine Ecke. Eins und zwei. Boah, Alter, war das knapp. Als ob du's geschafft Alter! Hast. What? Hey, was macht man denn da? Ja, den triggern und dann hochgehen, ne? Nochmal triggern, ja. Was will das Spiel denn von uns? Hilfe. Ich will nicht sterben. Komm schon, Manu. Ja. Easy. Okay. Ein weiter. Was jetzt hier? Ja, hä? Jetzt so eine Sackgasse. Das ist gar nicht hier. Nee, oder? Scheinbar nicht. Was? Alter, epic. Ey, das... Hui. Nein. Vielleicht findest du ja noch einen Weg da. Nein. Oh, ich bin durch. Danke, Manu. Und? Sackgasse? Soll ich weitergehen? Ja, ne? Mal ja, gucken. Ja. Dacheln. Echt jetzt? Ja. Sackgasse. Ja. Also, wenn das jetzt echt das Ziel ist, dann hätte es nicht schlimmer kommen können. Mega krass. Aber so langsam habe ich das Gefühl, wir übersehen echt irgendwas. Hatte ich schon früher. Ich vertraue dem Typen halt, der die Map gemacht hat. Ja, also linke Wand war nichts, das ist eine Falle. Achso, ja, dann wissen wir es. Gut, das war's. Das heißt wohl, bei dem Sprungpad muss noch irgendwas sein. Oder soll ich mal nachgucken? Ich war, glaube ich, bis in dem Raum. Wie? Ach, man muss dann auf die Tür klettern. Ja, klar. Wie soll man denn darauf kommen? Also, nee. Also, nein. Und dann geht's weiter. Oh, dann ist hier noch eine Falle. Mann, ey. Was für ein Bullshit. Dann auch auf die Tür zu gehen. Das ist ja die schrecklichste Stelle, die ich jemals gesehen habe. Oh, das sieht interessant aus. Wenn's funktioniert. Ja, ja. Oh. Das hat aber auch keinen Spaß gemacht, diese dummen Fallen immer getimed zu aktivieren. Ja, nein. Also mal eine kurze Passage damit, okay, aber dann da 20 Türen hinzusetzen und das dann so zu lösen, dass am Ende man ja darauf achten soll. Lol. Ich hab's auch. Hä? Ah. Was soll das hier? Wo bist du, Zombie? Bist du schon über mir? Ich hab nochmal aufgegeben. Ach so. Warte. Nee, ich stepp hier wahrscheinlich jetzt eh. Hallo? Ach du Heilige, was ist das denn? Ah ne, Checkpoint. Easy. Hallo? Ui, 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 ui. Ah! Erste Runde fliegen. Ah, das ist ein Jumpy. Ein Jumpy, Runi. Ja. Oh nein. Ich mag dir, Manuel. Alter! So ein Eckensprung. Besonders, nein. Der hat uns aber jetzt nein zu Göttern trainiert vorher. Ist dem nicht bewusst, was wir jetzt tun können? Wir könnten alles dauern. Ja klar, das Training hat sich gelohnt. Stimmt. Wie nice. Das mache ich auch. Da ist eine Stachelfalle übrigens in der Decke hier. Alter. Die Welt hat ja absolut keine Chance mehr. Ich warte mal eben. Ja, sorry. Das hättest du uns nicht beibringen dürfen. Ja, aber wirklich. Ja, Checkpoint! Woo! Hey. Oh Gott!
Aber auch kein Problem. Können wir genauso machen. In der Theorie schon, ja. Als ob. Oh, lol. Bitteschön. Bin tot. Oh. Der Flummi von Zombie ist 35 Mal gesprungen. Alter, es gibt einen Countdown dafür, wenn ich den aushüpfen lasse. Ich hab's! Ja! Tschüss, du Lutscher! Oh. War nicht so gemeint. Lol, bin da. Nein, 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 ich bin cool. Ich bin cool. Was machst du denn, dass du da was? Was? Wieso lebe ich? Alter. Oh mein Gott. Was ist denn los? Au. Nein, ich bin runtergehüpft. Langsam bin ich on fire. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich habe eine Idee, wenn die Map uns kickt, falls die Zeit ausläuft, können wir den Code uns ja merken und einfach aus der Map rausbauen irgendwo und wir hinfinden. Ja! Stimmt, ja. Ich gehe weiter. Tschüss, du Lutscher. Ich kann nicht warten. Tschüss. Aber ich sehe jetzt schon, dass du cheatest, du kleiner Hacker. Ja, wenn du nicht guckst, cheat ich. Für jede Sekunde, wo du nicht cheatest, baue ich einen Block. Wo ich nicht cheate? Ja toll, jetzt bin ich schon mal im Übernächsten. Hab ich's? Ah, jetzt. Hä? What? Da! Lol! Was? Okay. Das ist funny. Aber voll gegen die Wand pressen immer. Immer schön oben in die Lücke rein. Ja, bin dabei. Sag mal! Alter! Alter! Das geht ja eine Stunde! Und jetzt habe ich es geschafft. Ja! Hoffe ich. Gut gemacht. Ja, da. Nein! Bitte! Hast du ihn bekommen? Nein, ich denke nicht. Ey, bitte. Doch, doch. Oh. Ja. Oh, ich hab's. Okay. Mein Gott, ist das ekelhaft. So, und jetzt bitte. Ah, danke. Einfach nur gegengepresst. Bist du etwas schon weit? Du bist ja so ein ekelhafter Junge, aber das haben wir gelernt. Wenn wir irgendwas können, dann das. Ja eben, warum baut er diese Map mit diesen Stachelfallen und dann kommen Stachelfallen, um einen aufzuhalten? Man kann, es gibt doch diese Todeszonen. Hä? Was, oh, was, was, also... wie man einfach hier so durchcheaten kann. Nee, du machst das alles fair, so wie es gewollt ist. Ist das dein Ernst? Und geht bis zur grünen Mülltonne? Oder? Alter, wie du bei jedem Jump'n'Run cheatest, ist ja unglaublich. Warum cheaten? Hier ist einfach ein Weg, wo man lang gehen kann. Es gibt genügend Tools, um einen aufzuhalten. Oh Gott. Nein. Ja, was? Mann. Mach's mir nicht schwerer. Ja. Nein! Also, selbst in jedem Videospiel macht es mir am meisten Spaß, irgendwelche Mechaniken zu abusen. Ja, so Bugs und so, klar, aber das hier ist ja... Nicht mal Bugs, einfach Mechaniken auch einfach. Wenn man irgendwie einen Sprung hat, aber dann ein Rätsel lösen soll, aber mit dem Sprung irgendwie über das Rätsel drüber kommt, so ganz komisch rumgeglitscht, dann fühle ich mich immer cool, wenn ich drüber komme. Wow, so hast du bestimmt noch Dark Souls durchgespielt. Ja, bin über Gwyn drüber gesprungen. Lol. Dann wusste das Spiel nichts mit mir anzufangen. Oh, da kann man draufstehen, das macht's einfacher. Ja. Bin mal vom Grill gesprungen. So, wer schenkt einem den Sieg? Du mir. Okay. Hä, wie soll das denn gehen? Das würde ich gerne mal probieren. Ja, versuch's legit. Probier doch noch. Zeig mal. Nee, ja, man muss, glaube ich, einfach hier vorne an der Kante landen. Und dann können wir es triggern. Lol. Ja, wir sind geschafft. Ja. Das war's. Wo ist der Minecraft? Der Coin. Der Fortnite-Coin. Ich glaube, hier geht's. Kann es sein, dass die Map noch älter ist? Vielleicht gab es deswegen auch nicht diese Todeszone. Ah, ja, das könnte sein. Krass, wie du bauen kannst übrigens. Finde ich sehr beeindruckend. Danke, ich halt Shift, W und Linksklick gedrückt. Oh. Oh. Oh, oh! Hä? Auf hier verliert man übrigens seine Creative-Sachen. Ach so. Ich bin nicht mal mehr ein Mitspieler. So, ich bin. Papi ist da. Wo bist du? Ich spawn nicht mehr. Ah, du spawnst gar nicht? Nee.
Ich kann dir zugucken gerade. Tja, heißt wohl, Fortnite hat mal wieder gewonnen. Ja. Baue ich meine eigene ab. Nein! Alter. Okay. Dann bewertet den Part, schaut in die Videobeschreibung, da ist der Zombie verlinkt. Wäre natürlich cool, wenn ihr den Creator-Code GLP benutzen würdet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.